Der Eingang ist geöffnet. Mit deiner linken Hand gehst du hier nach unten, ziehst den Teil des Zeltes nach oben. Mit deiner rechten Hand gehst du nach unten, ziehst diesen Teil des Zeltes nach oben, dass du das Zelt hier so in beiden Händen hältst. Dann mit deiner rechten Hand machst du eine Bewegung zum Körper hin, ziehst diesen Teil des Zeltes zu deinem Bauch heran. Also ist so eine ganz einfache Klappbewegung, zack. Und mit der linken Hand führst du den anderen Teil des Zeltes nach, bis die Stangen schön übereinander liegen hier. Dann schaust du, auf der rechten Seite findest du ein gelbes Band und das muss rechts von dir sein. Wenn das Zelt so angeordnet ist, dass das ungefähr mittig ist, nimmst du die Zeltstangen, ordnest die nochmal, dass die schön übereinander liegen, die Hände zueinander etwas Abstand. Wenn du das hast, drückst du das Zelt nach unten und du wirst merken, das macht so eine leichte Achterbewegung. Mit deinem rechten Knie gehst du hier auf den Teil des Zeltes drauf und diese Stange führst du zu der Innenseite deines Knies. Also das ist die Bewegung, du hältst das Zelt hier unten richtig schön fixiert. Du nimmst deine linke Hand und nimmst diesen Teil des Zeltes und ziehst den einfach nur hier rüber. Also linke Hand nehmen und diesen Teil des Zeltes hier rüber ziehen und schon ist dein Kutschera-Wurfzelt zusammengelegt.